Servus und guten Morgen. Ein neuer Tag hat begonnen. Ich habe gerade rausgeschwenkt. Es ist zwar noch neblig, diesig, aber heute wird ein guter Tag. Man konnte vorhin schon den blauen Himmel durchscheinen sehen. Ich gehe zum Frühstück und dann geht's los. Ihr habt es am Titel schon gesehen. Wenn es eine Tour gibt, die bei meinen Videos nicht fehlt, dann ist es der Jänner. Ja, und heute ist es natürlich auch wieder soweit. Es geht auf den Jänner und ich bin mir sicher, wir kriegen da wieder ganz tolle Bilder. Ich finde das Panorama von dem Gipfel immer einzigartig und deswegen gehe ich da immer wieder hoch, beziehungsweise ich fahre da heute tatsächlich hoch und dann wird es schön über den Königsbachweg wieder runtergehen. Frühstück. Bevor es losgeht, schauen wir mal den Bergblick von meinem Zimmer aus. Göll, Wagendrichelhorn und den Watzmann kann man auch ein bisschen sehen. Das traumhafte Panorama bietet sich jetzt hier. Bestes Wetter. Und hier geht es mal wieder hoch auf den Jänner. Endlich wieder hier. Ein absoluter Traum und jetzt geht's hoch zum Gipfel. Endlich wieder hier oben. Und da oben winkt auch schon der Gipfel des Jänners. Ganz schön viel los. Bin heute auch nicht ganz so früh gestartet. Aussicht ist ein Traum. Ja, kann es echt nicht glauben. Vor 4 Monaten war ich das letzte Mal hier. Kommt mir vor wie gestern. Super. Diesmal ohne Schnee, dafür mit traumhaftem Panorama wieder. Ich freue mich richtig hier zu sein. Schaut euch das an. Der Untersberg. Da möchte ich auch noch hin. Wahnsinn, das hohe Brett in Wolken. Schneipstein auch noch ein bisschen. Ansonsten sind wir relativ wolkenfrei. Über dem Steinernen Meer noch etwas.
vom Gipfel bin ich jetzt mal noch ein paar Meter weggegangen. Man kann hier so ein bisschen am Grat des Gipfels lang gehen. Hier ist direkt viel weniger los. Ihr seht das am Gipfel, da türmt es sich fast. Dennoch hat man hier seine Ruhe und eine herrliche Aussicht. Kann den Königssee zwar nicht so in der Gänze sehen, wie man das von vorne kann, aber dennoch sehr schön. Schönfeldspitze, die hebt sich da auch schön hervor, ohne Wolken. Ein absoluter Traum hier. Bin so froh, dass ich hier bin. Wunderschön. Ich denke mal, der Schneipstein, der wird gleich, die Wolken werden da verschwinden. Ich habe eben zwei Zuschauer getroffen unten an der Jännerbahn. Die gehen heute die Kleine reiben und die haben dafür optimales, tolles Wetter. Ich hoffe für sie, dass die Wolken dann gleich am Schneipstein noch weg sind. Dann kann man da eine schöne Rast in der Sonne machen. So, Brett. Da in der Kehlstein auch wolkenfrei. Der Untersberg, die schlafende Hexe, Reiteralm, hochkalter Massiv und wieder der Watzmann. Das volle Rundum-Panorama hat man hier von dem Jännergipfel geboten. Absolut empfehlenswert. Ist zwar ein Touri-Magnet hier, dennoch finde ich immer wieder, dass sich das lohnt. Und wenn man sich die Jännerbahn, die für die Bergfahrt, ich kann das nur wiederholen, sage und schreibe 30 Euro kostet für rauf, nur rauf. Wenn man es das sparen will, kann man natürlich auch hier hochwandern. Wer es nicht von ganz unten machen möchte, dem würde ich von Hinterbrand empfehlen. Da hat man ungefähr die halbe Strecke. Ja, ich habe mir das allerdings heute mal gegönnt, das ist so Tradition. Deswegen fahre ich immer hoch. Ja, ich gehe jetzt mal zurück zum Gipfel und dann geht es auch schon wieder runter. Ja, aber ich schon mal gerade hier bin und das ist mir gerade eben nicht aufgefallen, aber ein traumhafter Blick hier auch nach Salzburg, das auch in der Sonne liegt. Ich zoome mal so ein bisschen ran, aber es ist zu weit, aber das Helle da, das ist die Hohen Salzburg, kann man ganz gut erkennen. Auch mal wieder eine Reise wert, Salzburg. Mir gefällt die Stadt richtig gut und liegt hier vor der Haustür. Ja, ich gehe dann mal hier an dem Gipfelgrat jetzt wieder zurück zum Gipfel. Und dann genieße ich noch mal kurz die Aussicht unten runter auf den Königssee. Da kann man sich echt nicht dran satt sehen, so schön ist das. Einfach ein Traum. Schaut, was da los ist. Phänomenal. Ich kann es nicht genug sehen. Die ersten paar Meter vom Gipfel schon runter. Hier ist wirklich unglaublich viel los, richtig viele Touris. Aber kann ich auch gut verstehen bei dem Wetter und bei der Aussicht hier. Da möchte man natürlich gerne hin. So, da unten, da sieht man schon den Weg, den ich gleich gehe. Ich gehe natürlich für den klassischen Königsbachweg heute. Da habe ich richtig Lust zu. Und hoffe, dass es an der Königsbachalm dann später noch ein Plätzchen gibt. Fantastisch die Aussicht auf den Schneipstein, jetzt auch ohne Wolken hier, Wahnsinn. So, da oben, das müsste das Jägerkreuz sein. Da hinten blinkt auch schon das Schneipsteinhaus in der Sonne. Ich glaube, da habe ich noch nie gesessen und was getrunken, werde ich heute auch vorbeigehen. Ja, da hinten ist da. Da ist mir. Wir machen jetzt.
einfach hier ganz normal unsere Strecke und wandern jetzt einfach ein bisschen nach dem. Ach, ist das herrlich. Daran kann man sich nie satt sehen, nie. Auf diesem Wege grüße ich jetzt noch die ganzen Zuschauer, die ich jetzt getroffen habe. Eben das Pärchen, was mir vom Jänner-Gipfel da runter kam, entgegenkam. Die wollten ja heute auch den Jänner runtergehen, aber nicht über den Königsbachweg. Leider kenne ich euren Namen nicht, aber ihr seid herzlich gegrüßt. Und eben habe ich noch auf dem Weg hier in Richtung Königsbachalm die Yvonne mit ihrer Tochter getroffen. Ihr seid auch hiermit herzlich gegrüßt. Freue mich immer, wenn mich jemand anspricht. Ja, und dieses herrliche Panorama hier im Hintergrund, das darf ich hier genießen. Könnt ihr so ein bisschen die Kuhglocken hören? Und da sind wir schon am Schneipstein angekommen. Schneipsteinhaus, vielmehr gesagt. Schneipstein, der ist da oben. Hafnerkaser jetzt gerade passiert und schönen Bergblick hier, wo die Menschenmengen sich hier auf der Serpentine vom Jänner runterschlängeln, führt uns der Weg jetzt hier weiter in Richtung Königsbachalm. Da oben kann man den Jänner-Gipfel erspähen. Und so ein bisschen kann man auch die Leute auf der Aussichtsplattform sehen. Und für mich geht es hier stetig den Weg in Richtung Königsbachalm runter. Sehr angenehm hier im Wald, Temperaturen sind aber auch optimal zum Wandern, sehr schön. Ob ich hier mal irgendwann hochgehe? Ich finde, das reizt total. Es sieht richtig schön aus, dieses Tal da hoch über die Wiesen. Aber das wird dann ein anderer Urlaub sein, dieser auf jeden Fall nicht. Und hier sind wir an der Brennhütte am Priesberg. Mal schauen, ob es einen Schnapser gibt. Auf jeden Fall, das Wurzenschiff ist auch hier. Das heißt, es ist heute besetzt hier auf der Hütte. Schnapser. Das ist der Brennraum. Entchen geht rein. Und hier nähere ich mich jetzt der Königsbachalm. Helles Bier. Schiff.
Mit einem kleinen Bier gestärkt bei der Königsbachalm geht's auch schon weiter runter. Und da sind wir schon am Abzweig, wo es jetzt hier runter zum Königssee geht. Oder alternativ könnte man jetzt ja auch, wenn man da Spaß dran hat, weiter Richtung Hinterbrand gehen oder zur Mittelstation. Als E-Biker hat man keine andere Wahl, da muss man jetzt hier lang fahren. Ja, ich nehme natürlich hier den Weg runter Richtung Königssee. Immer wieder faszinierende Tiefblicke auf den Königssee, inklusive Watzmann. Wir fahren im Winter die Skifahrer runter. Das heißt, wir sind jetzt gar nicht mehr so weit bis zur Talstation von der Jännerbahn. Und da reichen wir auch wieder das Dorf jetzt richtig. Gleich an der Talstation unten. Ist doch gut warm hier unten im Vergleich zum Berg oben. Ja, und hier noch der Blick auf den Grünstein. Und da bin ich wieder unten an der Station, wo es heute Morgen losgegangen ist. Und damit bin ich zurück am Parkplatz. Ihr seht, wie voll es hier ist. Alles voll, selbst die Wiese. Gerappelt voll. Ja, und jetzt geht's zurück zum Hotel erstmal. Und dann bin ich zurück im Hotel. So schnell geht das. Und schon wieder ein Wandertag. Fast vorbei. Jetzt wird es hier erstmal frisch gemacht. Ja, das war nochmal der Blick von meinem Balkon und jetzt geht es für mich erstmal kurz zum Supermarkt, zum Rewe. Ich muss mich noch ein bisschen eindecken mit Proviant für morgen die Tour. Wird zwar eine Hütte bei sein, wo ich hingehe, oder eine Alm vielmehr gesagt, aber zwischendurch will ich mich bei den sommerlichen Temperaturen auf jeden Fall pflegen und da gehe ich mir jetzt noch was holen. Wo ich hingehe, das verrate ich allerdings erst im nächsten Video, um die Spannung noch ein bisschen da zu lassen. Ich war jetzt ganz schnell noch das Einkaufen, um mich für morgen für die Tour mit dem notwendigen Proviant einzudecken. Ja, und das heißt, jetzt gleich ist wieder Zeit zum Abendessen. Geplant ist, dass es zum Jänner Casa geht. Ich konnte eben nicht reservieren und ja, mal schauen, ob wir einen Platz kriegen. Wenn es nicht klappt, dann schauen wir mal. Aber ich denke, wenn man ein bisschen wartet, an der Königsbachalm war halt auch absolut alles voll, also auch an den Tischen. Wo man fragte, kann man sich dabei setzen, sagten die, naja, kommen noch welche, ist voll. Da war absolut nichts zu machen, aber wenn man ein bisschen gewartet hat, dann wurde auch was frei. Und so würde jetzt heute Abend hier genauso verfahren, falls da voll ist. Ja, und dann schauen wir. Das Wetter ist sehr gut, die Voraussagen für die nächsten Tage sind auch bombastisch gut. Ich habe jetzt mal in der 14-Tage-Vorausschau geguckt, was mich betrifft. Aktuell wird da gar kein Regen mehr angesagt. Ich bin gespannt. Kann sich natürlich in den Bergen immer mal ändern, dass ein Gewitter kommt oder sonstiges. Aber von mir aus kann das gern so bleiben.
zurück am Jänner und jetzt geht's hier zum Jänner Casa oder Jänner Alm. Ich verwechsel das immer. Mal schauen. Ja, ein paar Ziegen. Ah, hier. So, der Jänner leuchtet in der Sonne, genau wie das Brett. Welches Gardner Schnitzel? Gut gestärkt geht's jetzt zurück in meine Unterkunft. Schauen wir auf die Jännerbahn hier, wo die Masten abends beleuchtet sind. Fast wolkenfrei alles. Morgen soll es auch recht gut werden. Ja, morgen ist eine ordentliche Tour geplant. Traumhaftes Panorama hier zurück am Hotel.